Diese Prügelattacke könnte vier Polizisten aus Stuttgart zum Verhängnis werden. Immer wieder prügeln die Beamten mit ihren Schlagstöcken auf Gökhan A. ein, bis der 34-Jährige am Boden liegen bleibt. Bei Facebook kursiert ein Video des Vorfalls und erhitzt die Gemüter. Es ist der 19. Februar, als der Fahrer eines Mini in Stuttgart die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und sich der Wagen überschlägt. Gökhan A. sitzt als Beifahrer im Auto, steigt leicht verletzt aus und zündet sich erst einmal eine Zigarette an. Und das direkt neben dem Unfallwagen, aus dem möglicherweise Benzin ausläuft. Ein Polizist fordert Gökhan A. deshalb auf, die Kippe auszumachen. Als der sich angeblich weigert, eskaliert die Situation. A. behauptet, er habe nur die Zigarette wegwerfen wollen. Die Polizisten hingegen sagen, der Mann habe sich geweigert und mit dem Glimmstängel vor dem Gesicht eines Beamten herumgefuchtelt. Der genaue Ablauf wird nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Amt gegen die Polizisten. Ein Polizeisprecher zeigte sich entsetzt und versprach Aufklärung. Zwei der betroffenen Beamten seien bereits zum Innendienst versetzt worden.